Sie sind hier, 28. Dezember 2018, 9.21 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Leonhard Pföderl und seine Ice Tigers stehen aktuell nicht auf einem Playoff-Platz in der Dell. Urheberrecht Getty Images. Die Thomas Sabo Ice Tigers nehmen zum ersten Mal am traditionsreichen Spengler Cup teil. Zum Auftakt muss sich das Dell-Team einem Schweizer Teilnehmer geschlagen geben. Die Thomas Sabo Ice Tigers aus der deutschen Eishockeyliga Dell haben ihr Auftaktspiel beim traditionsreichen Spengler Cup in Davos, Schweiz trotz einer starken Leistung knapp verloren. Die in der Liga in dieser Saison schwächelnden Franken unterlagen dem gastgebenden HC Davos vor 6.300 Zuschauern in der ausverkauften Arena mit 2:3, 0:2, 1:0, 1:1. Die Tore für Nürnberg, das zum ersten Mal am ältesten Eishockeyturnier der Welt teilnimmt, erzielten Brandenburg 37. und Nationalspieler Leo Pföderl 49. Nach einem 0:2 Rückstand zum zwischenzeitlichen 2:2 im zweiten Spiel der Vorrunde treffen die Ice Tigers, die in der Dell derzeit nicht auf einem Playoff-Platz stehen, am Freitag 20:15 Uhr auf Team Canada. Sportinformationsdienst.